Hallo Leute, heute habe ich eine ganz witzige Mission für euch. Hört sich eigentlich ganz easy an, aber wenn die Vollprofis wieder am Werk sind, ist die Sache dann doch nicht so einfach. Wir haben hier unaufspürbar gemacht, dazu muss man nur eine Waffe aus einer Mülltonne rausholen, den Chemiker töten und die Waffe wieder zurücklegen. Jedoch, wenn ihr meine Streams schon angeschaut habt, dann wisst ihr, dass Murphy's Law, was schief gehen kann, geht auch schief, bei mir öfters passiert. Damit ihr jetzt Folgendes, was gleich passiert, besser versteht, muss ich euch ein kurzes Briefing zu meinem Team geben. Also ich und Jazz sind die Sache eher entspannt, wenn wir draufgehen und so, nicht so schlimm, dann starten wir einfach ein neues Spiel und alles ist okay. Der Seestern hat zwar einen putzigen Namen, aber der sieht die Sache viel verbissener wie wir. Wenn's mal nicht läuft oder wir sterben und er alles verliert, dann kann er auch leicht cholerisch werden. So, jetzt müsst ihr wissen, das ist unser dritter Versuch. Bei unserem ersten Versuch waren wir komplett ausgerüstet, hatten Gasmasken, sind zum Chemiker gefahren, total überheblich, und haben gedacht, wir können ihn einfach mal kurz auslöschen. Aber nein, er hat uns einfach mal kurz ausgelöscht. Bei unserem zweiten Run sind wir zu der Mülltonne gefahren, wollten die Waffe gerade rausholen, sind da auf ein anderes Team getroffen und die haben uns ausgelöscht. So, das war jetzt der dritte Versuch und die Stimmung war leicht angespannt, sag ich mal. Also, wenn ihr auch die Mission macht, dann müsst ihr erstmal hierher fahren zu dieser Mülltonne und dort die Sniper rausholen, mit der ihr den Chemiker dann töten müsst. So, jetzt Achtung, der Vollprofi ist am Werk. Keine Ahnung, was ich da getrieben habe, aber ich bin zu der Mülltonne, wollte die Waffe rausholen und bin einfach wegmarschiert, ohne sie einzupacken. Dadurch, dass ich die Mülltonne wieder zugeklappt habe, war die Waffe natürlich weg und ich habe gedacht, oh damn, wenn ich das jetzt dem Seestern sage, dann rastet er komplett aus, springt durchs Headset und ich krieg erstmal einen Schwinger. Auch nach mehrmaligen Reinschauen in die Tonne ist die Waffe durch magische Weise nicht wieder aufgetaucht. Wie gesagt, die Stimmung war schon ein bisschen gereizt und ich habe gedacht, oh, wenn ich das jetzt meinen Leuten sage, ey, die bringen mich um. Okay, dann hatte ich die winzige Hoffnung, dass wenn ich es ihnen sage, dass vielleicht einer von ihnen die Waffe aus der Tonne rausholen kann. Aber die hatten die Mission halt nicht dabei, also habe ich gedacht, okay, Jesso, guck du mal in die Tonne. Passt auf, was jetzt passiert. Also, Jesso macht die Tonne auf. Die Waffe war sogar für ihn noch drin, aber jetzt hat ihm gerade ein Bot in den Kopf geschossen und vor lauter Schreck klappt er die Tonne zu. So, jetzt war natürlich auch für ihn die Waffe weg. Jetzt habe ich gedacht, der Seestern rastet komplett aus bei so viel Inkompetenz. Er ist zum Glück ganz locker geblieben, aber wahrscheinlich hat er innerlich total geraged, aber hat einfach nichts gesagt, weil er gedacht hat, ah, die Idioten können es einfach nicht besser. Und dann ist er zur Tonne gegangen und hat Gott sei Dank diese Sniper rausgeholt für uns. So, also Schritt 1, Waffe aus der Tonne holen, check, wie die Vollprofis, easy. Da wir leider bei unserem ersten Run die ganzen Gasmasken verloren hatten, hatten wir jetzt keine mehr. Deswegen kam jemand auf die glorreiche Idee, wir könnten gut Strahlungsblocker suchen, weil das würde uns die Sache sehr viel einfacher machen, dann den Chemiker zu töten. Also, nachdem ich hier ein ganzes halbes Haus durchsucht habe und wieder fröhlich ein paar Hanfblätter in die Luft geschossen habe und mich dieser unzerstörbare Killer-Terminator-Body erledigt hat, hatte ich dann einfach keinen Bock mehr zu suchen. Also, Abfahrt zum Chemiker jetzt. So, jetzt wollte ich ins Auto steigen und habe dann, während ich ins Auto steigen wollte, irgendwie aus Versehen die Waffe auf dem Auto aufgenommen und habe sich gerafft und habe dann erstmal meine Waffe gesucht. Also ich glaube, in dem Moment war der Seestern schon kurz vorm Nervenzusammenbruch.
So, nachdem ich dann meinen Vaporizer, weil der ist ganz wichtig, wieder gefunden habe, konnten wir dann endlich los. Also, wie gesagt, man muss einfach nur zum Chemiker fahren, den mit der Sniper aus der Mülltonne töten und dann die Sniper wieder zurück in die Mülltonne legen. Ganz easy. Jetzt habe ich zu meinen Leuten gesagt, macht nicht denselben Fehler wie bei uns am ersten Run und rusht dann nicht wie gestört rein, sondern lasst erstmal hier am Rand gemütlich außen rumgehen. Wir haben keine Masken und so, lasst erstmal gucken, wo der ist und so. Hat natürlich wunderbar funktioniert, weil beide einfach wieder reingerannt sind. Ich war jetzt irgendwie unentschlossen, ob ich da jetzt mitgehe oder hier draußen chill oder keine Ahnung. Die sind da jetzt reingerannt, wollten ein paar Bots töten und sich erstmal Gasmasken besorgen. Ich wollte hier außen erstmal gucken, ob ich hier ein paar Bots finde und mir da eine Gasmaske besorgen. Ich wurde dann auch leicht angezickt, warum ich da draußen noch rumchill und nicht mit ihnen reinkomme, aber mir war das irgendwie zu heikel, ohne Maske da reinzugehen und dann wieder zu sterben. Also bin ich hier draußen erstmal ein bisschen rumgelatscht, während die zwei da drin Masken besorgen. Und ja, man sollte den Chemiker und seine Bots nicht unterschätzen. Vor allem ohne Maske ist die Sache echt kritisch. Wie sollte es anders sein? Natürlich sind dann beide gestorben. Der Seestern konnte sich wieder heilen. Und ich habe dann gehofft, dass er auch Jesso wieder heilen konnte, weil ich wollte da jetzt da reingehen und auch noch sterben. Okay, also bin ich hier erstmal total zielstrebig hin und her gelaufen und habe patrouilliert, dass hier auch wirklich keiner kommt und uns in den Rücken fällt. Ganz wichtig. So, dann wurde ich dezent angeschrien, dass ich jetzt meinen Arsch da rein bewegen soll. Und das Seestern hat mir eine Gasmaske getroppt. Alles klar, Abfahrt. Jetzt nur noch den Chemiker mit der Sniper töten. Die Gasmasken, es gibt jetzt drei verschiedene Varianten davon und das war die schlechteste und die hebt gefühlt nur noch 30 Sekunden oder 20 Sekunden, wie ihr hier gesehen habt. Jetzt war die Gasmaske schon wieder weg. Ich wurde leicht panisch, weil ich schon einen Redscreen hatte und zack, da war es um mich geschehen. Die Sache ging dann gefühlt noch 5 Minuten so weiter. Und irgendwann hat der Seestern dann da drin alles geregelt, die ganzen Bots getötet, mir eine Gasmaske getroppt und ich musste dann nur noch die Chemiker töten. Alles klar, das klingt machbar. Da ich Sniper-Aim wie ein junger Gott habe, habe ich dem Chemiker natürlich erstmal ins Knie geschossen. So, au, Mission completed. Total easy. Jetzt nur noch die Waffe zurück zur Mülltonne bringen. Oder auch nicht, da ich ja die Waffe aus Verrafftheit ja schon wieder zurück in die Mülltonne bei meinem ersten Versuch, sie rauszuholen, gepackt habe, war die Mission damit schon abgeschlossen. So, vielen Dank an meine Teammates, den Jazz und den Seestern. Und das war wie immer sehr lustig, finde ich. Und ja, alles klar, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Haut rein. Peace.